Heute Nachmittag ist Lea Schäfer während eines Livestreams für ihren Social-Media-Kanal vor der Kamera kollabiert und kurz danach gestorben. Alles deutet darauf hin, dass die 19-Jährige mit Energydrinks vergiftet wurde, für die sie Werbung machen sollte. Tim Wilke, der Ex-Freund der Schülerin, wird auf dem Präsidium vernommen. Ja, ich war morgens bei meiner Ex. Ja und? Exakt. Und sie haben sich heftig gestritten. Warum? Weil ich Lea zurückhaben wollte. Na, und sie hat mich einfach abblitzen lassen. Ist doch klar, dass ich sauer bin. Wo ist das Scheißproblem? Das Scheißproblem ist, dass ihre Ex-Freundin kurz nachdem sie bei ihr waren, live vor der Kamera gestorben ist. Komm, wir fragen uns jetzt, ob das Zufall war. Ich heiße Lara Grünberg, Kriminalhauptkommissarin. Mein Name ist Bernie Kuhnt, Kriminalhauptkommissar. Hi. Tina, hallo. Thomas. Hi. Ja. Dann erzähl mal. Ja, ich muss euch hier leider wieder am Tatort präsentieren, wie immer. Die Familie des Opfers muss man separieren. Vater, Mutter geschieden. Vater und Schwester des Opfers sind drüben, die Schäfers. Aber naja, was will ich lange erzählen? Ich zeige euch mal erstmal den Tatort. Ja, gerne. Hallo. Hallo, Mahlzeit. Ui, das sieht aber ganz schön professionell hier aus, ne? Ja, unsere Tote war Influencerin. Sie hat erfolgreich gegen Bezahlung Werbung geschaltet über ihren Social-Media-Account. Und heute ging es um diese Energy-Drinks. Genau, ist ein lokaler Hersteller von Energy-Drinks. Die Tote ist live vor der Kamera umgekippt. Was? Gibt auch ein Video von der ganzen Sache. Ist noch online? Nein. Ist direkt von der Plattform entfernt worden, aber ich habe hier das Original-Tablet, mit dem das Ganze gefilmt wurde. Wartet mal. Wovon ich die Finger absolut nicht lassen kann, ist Strawberry Lime. Ich probiere jetzt noch mal. Es ist einfach so lecker, so schön süß, schmeckt nach Sommer. Und oh mein Gott, krass. Und das ist online gewesen? Das ist aber ja, eine gewisse Zeit war es online. Hast du schon was für uns? Also Todeszeitpunkt in Verbindung mit dem Video würde ich auf so circa vor 60 Minuten tippen. Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden, da es laut dem Vater keine Vorerkrankung gibt. Aber da müssen wir auf den Rechtsmediziner zurückgreifen. Wenn du Fremdverschulden sagst, vermutest du eine Vergiftung. Richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Ich wäre dann auch so weit durch. Ich würde dann gehen. Ne? Alles klar. Tschüss. Danke. Wir schauen mal. Ne? Ja, klar. Also wenn die Energy Drinks für ihren Tod verantwortlich sind, dann sind die entweder manipuliert worden oder bei der Herstellung ist was schiefgelaufen. Ja. Wir sollten auf jeden Fall den Hersteller kontaktieren. Das auf jeden Fall. Was hast du gesagt? Wo ist die Familie? Gegenüber, in dem Raum. Wenn ihr durch seid, sag uns dann hinterher Bescheid, ja? Jo, mach ich. Hallo Christian. Hey, danke. Danke dir erstmal, ja? Guten Tag, Peter ist mein Name, ist der Kollege Bossmann. Tut uns sehr leid. Ja, unser Beileid. Wir sind von der Kripo und hätten natürlich ein paar Fragen. Wissen Sie, woher die Energy Drinks stammen? Die wurden uns geliefert. Ich habe die selber noch vom Paketboten angenommen. Das war so vielleicht vor 2 oder 3 Stunden. Ist Ihnen irgendwas an Ihrer Tochter heute aufgefallen? Ging es ihr vielleicht heute Morgen schon schlecht? Irgendwas? An sich war da nichts. Nur eben der Zoff mit Timmy, ihrem Ex-Freund. Naja, das haben wir auch gerade mitbekommen. Der sitzt auch schon bei uns auf der Wache. Wissen Sie, worum es in dem Streit ging? Keine Ahnung. Der ist doch noch abgerauscht. Ist dir irgendwas Komisches aufgefallen? Hat sie vielleicht in deiner Gegenwart von diesen Energy-Drinks getrunken? Nein. Sie war wie immer. Oder auch sonst in letzter Zeit. Was soll das heißen? War sie früher anders? Ja, sie war mega süß, total lieb und einfühlsam. Und wann hat sich das geändert? Seit sie mit diesem Social-Media-Zeug angefangen hat und damit auch noch Erfolg hatte. Sie hat sich aufgeführt wie so ein Weltstar. Anstatt die Sache zwischen uns zu klären, hat sie nach 4 Jahren Beziehung mich einfach so abserviert für so einen Quatsch. Ich habe dieses Mädchen geliebt. Oh, weißt du, wie oft wir das schon gehört haben? So, einmal hier lang. Okay.
Ab hier müssen Sie sich von Ihrem Freund leider verabschieden. Wir sind nicht zusammen. Okay? Du schaffst das schon, okay? Ich warte unten auf dich. Egal, wie lange es dauert. Sie können sich auch hier vorne hinsetzen. Okay. Kommen Sie mit. Das ist mein Kollege. Hallo, Frau Schäfer. Bitte schön. Wir können uns vorstellen, dass das nicht einfach für Sie ist. Aber wir wollen den Tod Ihrer Schwester aufklären und das geht halt leider nur so. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie nicht mehr da ist. Sie standen sich sehr nah, nehme ich an. Lea und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Egal, wie abgedroschen es klingt. Ich hoffe, Sie finden den, der sie umgebracht hat. Bisher haben wir keine Beweise für ein Fremdverschulden. Wie kommen Sie darauf, dass sie umgebracht wurde? Lea war Influencerin mit 20.000 Followern und hatte auch viele Hater. Vielleicht wurde sie vergiftet oder so. Sie glauben, weil sie so erfolgreich war, hat sie jemanden umgebracht? Leas frühere beste Freundin, Celina Kamps zum Beispiel. Die hat Lea den Erfolg nicht gegönnt und sogar mal einen Videodreh von ihr sabotiert. Celina wollte auch Influencerin werden. Aber die war damit nie so erfolgreich wie Lea. Okay. Hat sich ihre Schwester aufgrund des Erfolges verändert? Leider schon, ja. Früher haben wir uns richtig gut verstanden. Aber die letzten Monate... Und Sie meinen, dass es alles mit dem Influencer-Erfolg Ihrer Schwester zu tun hatte? Es hat nur damit zu tun. Und es hat sie umgebracht. Dieser ganze Social-Media-Scheißdreck. Ich weiß überhaupt nichts, okay? Erstmal tust du den Kaugummi raus, ja? Dankeschön. Und zweitens, wir wissen, dass du mit Lea befreundet warst. Und wir wissen auch, dass sie euch nicht so ganz grüne warten. Na und? Es war ja auch kein Geheimnis, dass wir Beef hatten. Ich meine, Lea war mega verlogen. Nach außen hin immer schön die Liebe, in Wirklichkeit aber voll die Oberbitch. So eine richtige Möchtegern-Influencer-Beauty-Queen. Okay. Was sagst du denn zu dem Livestream, wo Lea gestorben ist? Ja, also das war viel zu krass. Aber damit habe ich bestimmt nichts zu tun. Ich meine, ich konnte die Olle nicht abhaben. Aber für so einen Scheiß tue ich ihr ja nichts an. Na gut, wir sagen ja nicht, dass du das geplant hast. Aber vielleicht wolltest du immer wieder einen Streich spielen und das Ganze ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen. Entschuldigung. Bossmann? Wie gut kennst du Leas Ex-Freund Tim Wilke? Keine Ahnung, kenne ich ja, okay, nicht. Okay, das verstehe ich. Ihr wart immerhin auf einer Schule zusammen. Ja, na und? Ich kenne ja nicht jeden, der bei mir auf der Schule ist. Und außerdem, was soll ich denn bitte schon mit Leas Ex-Freund? Ja, dann bereite doch alles vor und ich... Danke, das war's dann erstmal. Ich würde dich bitten, vor der Tür zu warten, ja? Ja, okay. Herzlichen Dank. Sina ist noch bei mir. Wir kommen dann gleich hin zusammen. Tschüss. Alles klar, ich melde mich. Tschüss. Und, was sagst du? Ich glaube ihr nicht, dass sie Tim Wilke nicht kennt. Okay. Gibt's was Neues? Das war die Rechtsmedizin. Was gibt's denn? Lea Schäfer ist eindeutig an einer Überdosis Barbiturate gestorben. Also Kreislaufversagen. Das Beruhigungsmittel wurde auch zweifelsfrei in den drei sichergestellten Getränkedosen nachgewiesen. Na, wie kommt das Zeug da rein? Das LKA hat unterhalb des Randes der Dosen Einstichstellen gefunden. Der Täter wird das wohl eingespritzt haben. Ja, und lässt die Menge des eingespritzten Zeugs denn auch eine gezielte Tötungsabsicht vermuten? Mm-mm. Nicht eindeutig. Die Überdosierung war zu geringfügig. Vielleicht wollte der Täter einfach nur, dass sie hier einschläft und hat sie dabei aus Versehen getötet. Ja gut, aber wer hatte denn Zugang zu den Dosen, wenn der Vater sie erst 2 Stunden vorm Dreh angenommen haben will? Außer der Familie, dieser Tim Wilke. Aber wie kommt der so ein Zeug? Das Internet? Bestimmt, aber ja, Celina Kamps bleibt weiterhin verdächtig. Sie will Tim Wilke nicht gekannt haben, obwohl sie mit Lea sehr gut befreundet war. Und in den 4 Jahren, in denen die ihre Beziehung geführt haben, will sie den Tim nicht kennengelernt haben. Wer es glaubt, wird sehen. Das ist genauso. Aber warum haben die beiden dann gelogen? Oder stecken die beiden unter einer Decke? Die haben doch bei uns in der Vernehmung so gegen diese Lea gewettert. Also ich sag mal, Konkurrenz unter Influencern, okay. Ich meine, als Mordmotiv könnte ich mir nicht vorstellen. Ja. Ach, habt ihr was? Nicht, von der Schäfer schon informiert? Okay, das geht natürlich gar nicht. Gut, dass du angerufen hast. Ja. Ja. Oh, ich dachte gerade schon. Wir machen uns auf den Weg. Ja, bleib ganz ruhig. Annika Schäfer, ihr Vater ist auf dem Weg zu Tim Wilke, weil er ihn für den Mörder hält. Er knallt völlig durch.
aufpassen und ordne die Tür auf. Sofort machst du die Tür auf. Herr Schäfer, was soll das? Das war eine Lehrung gemacht. Herr Schäfer, was ist denn los hier? Der ist völlig durchgeknallt. Was macht der mich hier so an? Weil du meine Lehre vergiftet hast. Pass bloß auf, was du sagst. Erzähl keinen Scheiß. Ist noch jemand in der Wohnung? Nein, ich bin allein hier. Warum? Ich hab was gehört. Hey, wohin sind Sie? Hey! Herr Schäfer. Da war was. Ich jetzt was beruhigen gehört. Sie sich doch mal. Meine Güte, gehen Sie doch nicht einfach ins Zimmer. Ah! Selina! Von wegen, hier ist niemand. Das ist ja mal eine Überraschung. Jetzt wird mir ja einiges klar. Ihr wart das zusammen, ihr beiden. Pass bloß auf, was du sagst jetzt. So, Herr Schäfer. Wir waren so eine glückliche Familie, ihr aufgetaucht seid. Erzähl doch keinen Scheiß, von wegen glückliche Familie. Du hast sie immer bevorzugt. Die beiden haben sich doch gehasst. Du hast sie ja nicht alle. Oh, Herr Schäfer, ich habe jetzt die Schnauze voll. Sie bekommen jetzt einen Platzverweis. Wir gehen jetzt raus, ja? Ich warte unten, ja? Ja. So, gehen Sie mal hier runter. Reicht langsam. Weiter, gehen Sie weiter, Herr Schäfer. Genau, wir gehen nach ganz unten. Wir bleiben auch nicht hier stehen. Weiter gehen. Weiter.